Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Let's Play Golf with Your Friends. Mit mir ist Cedric SSTV und ich faile ja mal richtig krass hart, weil ich habe diese Map noch nicht gespielt und bin knapp am Loch vorbei. Ich spiele mit mal ein paar Kumpels oder mit einem Kumpel, ein Chinese ist gerade wahrscheinlich wieder geleftet. Alter Pepe, der ist schon cool. Ich glaube, das Loch ist unten. Ja, ist es, verdammt. Ich werde jetzt versuchen, da so rein. Fast. Ich werde hier grundsätzlich erstmal verlieren. Ich muss jetzt noch ein bisschen mit der Geschwindigkeit einschätzen, meine lieben Freunde. Es ist ein reines Mausspiel. Ah, das war zu wenig. Gibt es doch nicht. Gibt es doch nicht. Jetzt aber so. Boah, 6 zu 10. Es geht wohl los. Was ist das denn hier? Hat es anscheinend schon mal gespielt. Wir machen sie mal nach. Ja. Mal hier drüber und machen da mit 2 Schlägen rein. Was? Achso, ich habe ja hier die Ballberührung, dass man sich wegstoßen kann, an. Zur Information. So, machen wir so. Und hoppa. Ja. Das war jetzt Lucky Try. Ist aber auch eine einfache Map. Brauchst nur gerade auszielen. Aber es kann sich ja bessern. Das Ziel ist da hinten und man darf nicht dort rein. Er macht das so. Oh. Okay. Scheinbar muss ich hier ein bisschen mehr. Nee, das war nix. Weil ich hier ein bisschen runter und drüber. Nein, auch nicht. Ich mach's einfach andersrum. So und. Und jetzt rein. Nicht so viel. Da katapultiert es mich auf die andere Seite. Jetzt. Ha! 5 Strokes habe ich bekommen. Und erst beim 6. Ja. Very difficult ist die. Also sehr schwer. Also ist sehr schwer. Sie ist etwas schwerer als eben die anderen von der Map Oase oder Wald. Also Forest und Oase. Das ist der Twilight Forest hier. Weiß gerade überhaupt nicht, wo hier was ist. Okay. Ich mache mal das Übliche. Einen kleinen Überblick verschaffen. So. Da haben sie schon drüber. Wo wollte ich hin? Da, ne? So. Genau. Ein bisschen runter. Ist auch noch rollen. So. Und rein das Ding. Verdammt. Fast hat's geklappt. Haben wir aber gleich viele Punkte. Aber er ist trotzdem ein Punkt größer. Wo muss man denn hier hin? Was steht da? Hole-Idee bei Winra. Okay. So irgendwie so. Ja, ich hab's verstanden. Ich habe es verstanden. Er hat's wahrscheinlich schon drin, den Ball. Den Golfball. Das war jetzt Pech. Ich hätte nicht so stark aufsetzen sollen. Diese, mit 2 Schlägen war ja drin. Ich kenne die Map noch nicht so wirklich. Wo ist man denn hier hin? Da oben ist das Ziel. So. War auch mein Plan.
Also Belly. Da muss ich hin. Aber nicht so stark. Zwei vielleicht. Ah. Ist wieder ein bisschen zurückgefallen. So, machen wir ein bisschen vor. Eventuell ein bisschen mehr als zwei. Und so. Verdammt. Doch, noch ein bisschen mehr als zwei. Und noch ein bisschen schärfer. Zweieinhalb. Nein! Das war zu scharf. Das war zu scharf. Aber wir hatten hier. So, haben wir eingestellt. Das war zu viel. Ah, ich muss ja halt mal hier in der Mitte kommen. So ein bisschen. So. Und ich muss das mal so gerade anpeilen. So. Und da klappt das auch. Sehen wir einer an. Mann, Mann, Mann. Du. Oh, hier sind wieder Sachen. Ich zieh mal auf diesen. Der war falsch. Eventuell auf diesen. Das ist ja krass. Weiß gar nicht mal, wo das Ziel ist. Da unten irgendwo? Ach, da hinten. Sollte ich zu viel rumexperimentieren? Weil der PP gerade gewinnt. Wo geht's denn hier lang? Da und da. Ja, mach ich auch mal. Oh, ich habe auch nicht getroffen, oder? Man muss hier einfach nur. Gutes Wasser treffen. Man bleibt ja drinnen stehen, das ist ja voll uncool. Und dort hoch jetzt, mit Vollkaro. So. Hui! Ernsthaft. Noch weiter. Ah, so. Ich verstehe. Sechs Schläge. Das ist hart. Er hat sieben. Ein mehr. Wir haben auch noch ein paar Maps, kann durchaus möglich sein. Eieiei, was müssen wir hier denn machen? Und 11. Hier können wir, glaube ich, nicht so verkacken, es sei denn. Die Map mag uns nicht. Birdie. Jetzt hat er es auch gesehen. Dass ich schon unten bin. Er hat auch 5. Guck mal, hol mal auf, jetzt steht es noch ihr 3 Punkte Unterschied. Oh, machen wir mal ganz gerade hier so durch. Was für ein Lacker. Jetzt steht wieder 4 Punkte Unterschied. Stand ja doch ein bisschen besser. Das ist ihm ja nicht so gelungen. Sehen, wie das mir gelingt. Nein, das ist ja ein bisschen schlechter gelungen. Dafür ist er schon dort hinten. Ah, ich habe eine scheiß Position. Hätte vielleicht etwas springen sollen. Was für eine scheiße Dinosaurier hier. Ah, ich kann sehen, wo ich bin. Und ich schieße so. Aber Gleichstand immer noch. Also von den Punktzahlen her immer noch 4. Und das Loch. Ich warte auf nächste. Jetzt. Oder so. Aber das kann man irgendwie mit Hole in One machen. Ich hoffe, er hat es jetzt nicht in Hole in One geschafft. Aber da liegt er bestimmt schon drin, oder? Ja, zwei Schläge hat er gebraucht. Kann auch nicht rein. Was war denn jetzt hier der Trick? Reinfallen oder nicht? Machen wir vor. Er wartet, bis ich schieße, dass er sich das abguckt.
Oh, jetzt hat er geschossen. Wo ist er hin? Da hinten ist er. Ein Loch war richtig anscheinend. Aber er kriegt jetzt hier nicht geschissen. Verdammt! Muss da drüber. Nein! So. Alter Falle. Richtig Gummi müssen wir ja geben. Ah, da ist das Ziel. Ernsthaft? Das war zu viel. Aber das nicht. Beim 8. sind wir jetzt schon. 9. Er hat 8 gebraucht. Da war dann. Sind schon 6 Punkte Unterschied, noch 3 Maps sind es. Der eine dort hinten ist nicht die Fahne. Was macht vor? Er macht den da und ist wieder gekommen. Okay, da drüben ist das Ziel. Huch, wo bin ich denn jetzt? Ach, wo soll er nur runterfallen oder wie? Eieiei. Das war zu weit. Ah, hier ist eine Dachrinne. Cool gemacht, auf jeden Fall. Schaffen wir das? Ah, oh, knapp. Oh, gleich viele Schläge. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo müssen wir hier hin? Ah, da drüber. So. So eine kleine Abflachung. Tja, auf Vollgas geben können, da wäre ich oben gewesen. So, mit präzise. Sollen wir jetzt hier nach oben uns schwingen? Er rollt immer noch. Gibt's doch nicht. Der rollt einfach noch. Schaut aber cool aus, muss ich sagen. Jetzt rollt er nicht mehr. Und haben nicht reingemacht. Schade. Haben wir trotzdem 2 weniger gebraucht. Cool. Hier müssen wir durch einen Schleier, das weiß ich. Und da liegt ein bisschen beschissener als ich. Da denke ich mir, dass ich das schaffe. Ha! Ich bin drin. Nicht runterfallen! Da habe ich einen Vorteil. Oh, 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 oh. Jetzt liege ich gut. Ein Winner gebraucht. Bin bei 84 Punkten. Ja, das war Golf of Friends hier mal mit dem Twilight Forest, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ist mal was Neues. Ist ein bisschen was Dunkleres, beziehungsweise habt ihr ja gesehen, was das war. Pepe has lost connection. Hat sich ein bisschen was getan hier. Ich habe ja mal jetzt einen erstellt. Man kann zum, hier die Forest Map, die Oase und den Twilight Forest, und es gibt eben nur die 3 bisher. Der Mode ist Classic oder Custom. Gibt nur 2 Sachen. Bei Custom kann man ja Sachen eingeben. Wie zum Beispiel mir hatten zum Beispiel hier 5 Minuten, ne, Zeit pro Runde. So, maximale Schüsse 12 kann man auch noch einstellen, wie wir mal ran will. Wenn zum Beispiel einer nur hier
One-Shots haben möchte, der hat eben nur One-Shots, ne? Hier, Kollision hatte ich mal an. Dann hatte ich hier das hier an. Das habe ich nicht angehabt. Den Ball-Shape. Das ist der Typ des Balls. Der ist hier Diffold. Kann man als Ei machen, als Würfel, als Zylinder. Kann, weiß ich gar nicht, ob das ein Kegel ist oder so ein Prisma, so ein dreieckiges Prisma. Und das weiß ich gerade nicht. Das ist zum Beispiel Rand, das ist auch neu auf jeden Fall. Das kannte ich vorher noch nicht. Random per Hole each. Das ist random per Hole all. Da weiß ich nicht, was das hier zu bedeuten hat. Das ist auf jeden Fall, verstehe ich das so, dass man jeden Loch wahrscheinlich einen anderen Modus hat, den man hier vorne einstellen kann. Es gab auch noch viele weitere Modus, aber die gibt es irgendwie nicht mehr. Low Gravity ist ja klar, wenn man hier ganz runter stellt, dann fliegen die weiter. Spawn Position Single, also alle spawnen auf der gleichen Stelle. Random, wenn manche andersrum liegen, das hatte ich zum Beispiel eingestellt. Habt ihr ja gesehen, dass der liebe Gast, den ich hier gerade hatte, etwas anders dargestellt war. Bouncy Ground kann man hier auch auf High stellen. Das ist hier, wenn man nochmal gesprungen ist, habt ihr auch gesehen. Das kann man so beeinflussen, wenn man schlägt und noch etwas schneller ist, kann man dann nochmal die linke Bounce-Taste klicken und da springt er. So, springt er natürlich nicht so hoch und hier springt er höher oder weiter. LO Jumping, ne? Ist das Springen, ob man es überhaupt erlaubt? Wenn ich hier was Falsches erkläre, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Und Bounce Reset weiß ich gerade überhaupt nicht, was das bedeutet. Habe ich so gelassen. Back to Menu. Practice. Kann man hier rumschießen, Spaß haben, wie man möchte. Ja, also hier alles Mögliche bewegen, ist ja klar. Escape, kommen wir da zurück. Start, wenn ich nicht. Back. Customize. Kann mir seine Ballfarbe verändern, hier sämtlichen Sachen. Dann Options, Video, kann man hier sämtliche Grafikeinstellungen hier einstellen. Fullscreen on off, Qualität low oder high, ne? Back. Audio kann man hier einstellen. Back. Controllers. Wie man das alles hier spielt, gibt es nicht so viel zu erklären. Das ist ein Mausspiel, kann man so sagen. Network, kann man hier andere Regionen switchen. Amerika, Asia, Japan, Australia und Europe. Back. Statistics, also meine Statistiken jetzt. Das CS, das kommt von Statistics vor. Und dann mein Name. Playtime wird mir leider nicht angezeigt, keine Ahnung warum. Games Played 1, das stimmt auch so nicht. Strokes, ja, Ball sank, das ist, wenn der von der Bahn springt. Hole in One, 19 Mal, Albatross 1 Mal, Birdie 29, Bogey 44, Double Bogey 41, Eagle 7 und Par 44. So, back. So, da kann man eben noch einen hosten, das habe ich ja gerade gezeigt. Kann man hier einen Namen eingeben, kann man hier, was weiß ich, irgendwas eingeben. Und hier, ob er privat ist oder nicht, kann man hier ein Passwort eingeben, was hier irgendwie so heißt, ne? Und Players können maximal 12 mitspielen oder minimal einer. Also man kann es auch alleine, da kann man ja Create Room und da hat man das hier und dann kann man wieder zurück und da ist der auch wieder weg, der Raum. Und über Join habt ihr hier ein Player-Verzeichnis, wo eben steht Random Name, was man hier mehr einstellen kann. Das Passwort, ob ja oder nein, ne? Ob da ein Passwort verfügbar ist, weil wenn ja ein Passwort ist, ne? Und man klickt ja Join, aber die Game Running wird angezeigt, weil die hinten, ne? Bei den Status, wo die gerade hier sind. Ne? Zum Beispiel hier kann man einfach joinen, hier Join, und erstmal drin. Game is full, 2 von 4, Refresh. Ah ja, Game is full. Ja, kann man ja auf Refresh drücken. So, in Lobby, not full. Not full. In Lobby. Boah, hätte mir einiges erspart, hätte ich kein eigenes aufmachen müssen.
Sehr gut, Open vor allen Dingen, ne? Da werden euch nur Sachen angezeigt, die kein Passwort haben. Ja, so ist das. Back. Ja, meine lieben Freunde. Credits können wir angucken. Ja, die Credits great bei Kalen Clark, Brayden Clark und Lachlan Clark. Blacklight Interactive, Photon Cloud. Wir können auf den Back-Button klicken. Ich wollte das gerade mit als Werbung ansehen. Golf with your friends, wie hat es euch gefallen? Mir hat es gut gefallen. Die dritte Map in Folge. Und ich verabschiede mich hiermit mit diesen Let's Show. Let's Play Let's Show. Und ich freue mich auf eure Kommentare zu dem Spiel, was ihr darüber denkt, von der Map vor allen Dingen, mit den ganzen Dingen, die da wirklich dazugestellt wurden. Es war wirklich richtig schön, dass wieder mal eine neue Map hinzugekommen ist. Ich weiß, die Map gibt es auch schon etwas länger, aber ich bin vorher noch nicht dazu gekommen, dieses zu auszuprobieren. Genau, so wird es gesprochen. Ausgesprochen. Ciao, meine lieben Freunde. Tschüss. Schönen Tag wünsche ich euch noch.